Diese Runde möchte ich komplettieren. Den einen oder anderen kennen Sie schon aus dem Panel heute Morgen, der Impuls zur E-Partizipation Youth Bar. Begrüßen Sie also nochmal an dieser Stelle Jürgen Ertelt. Herzlich willkommen. Wir machen direkt weiter. Auch unter Ihnen im Publikum sitzt schon Bernd Mohnes, der Geschäftsführer vom Landesjugendring. Und Thomas Kropp hatte sich ja gerade auch schon eingebracht von der Fachstelle Kinder- und Jugendbeteiligung in Brandenburg. Des Weiteren wäre es ja schön gewesen, noch jemanden aus dem Bildungsministerium hier zu haben. Wir hatten auch angefragt. Angefragt war Dr. Bernd Rudolf Riemers, das nur noch für die Vollständigkeit, der Leiter Referat Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Jugendschutz. Der scheint aber nicht da zu sein. Nein, das ist dann einfach so, wie es ist. Bendix. Bevor wir jetzt, Gott sei Dank, endlich mal auch mit einem Jugendlichen reden über Jugendbeteiligung, ja, netzbasierte, möchte ich nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, wie diese Podiumsdebatte angekündigt war. Auch sehr sperriger, sag ich mal, umfangreicher Titel, das versuchen wir uns alle vielleicht nochmal hier vor Augen zu führen. Teilnehmen, Teilhaben, Teilgeben, Medienbildung als Katalysator einer neuen Beteiligungskultur, bewusst mit Fragezeichen, was Bildungspolitik und pädagogische Praxis leisten müssen. Wenn wir jetzt einfach nur nochmal so rein vom Begriff, vom Wort ausgehen, also Katalyse kann ja mehreres bedeuten, einmal die Herbeiführung, die Beschleunigung, aber eben auch die Verlangsamung einer Stoffumsetzung eben durch einen Katalysator. Also das würde jetzt für unser Thema Medienbildung dann die Frage sein. Gibt es also drei Möglichkeiten für Medienbildung als Katalysator für Beteiligungskultur? Wir hoffen natürlich nicht, dass es auch eine Verlangsamung sein könnte. Wir hoffen natürlich, dass es eben im positiven Sinne zu einer Herbeiführung kommt. Das vielleicht nochmal an der Stelle vorweg geschickt. Aber die erste Frage möchte ich schon auch an Bendix stellen. Wollt ihr denn überhaupt, ihr Jugendlichen, du musst jetzt einfach hier repräsentativ mit deinen 17 Jahren herhalten, sehr gerne. Wollt ihr denn überhaupt beteiligt werden? Also wenn ich jetzt von mir selbst ausgehe und das jetzt einfach mal auf alle anderen übertrage, auf jeden Fall, das sieht man ja auch ganz gut eben an unserem Projekt, sehr, sehr schön, dass man sich beteiligen möchte, dass man ausprobieren will. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt einfach auch in Richtung Erwachsensein, dass man sich in Sachen ausprobiert und dass man eben beteiligt werden möchte. Und wenn man eben nicht die Chance dazu bekommt, das irgendwo an offizieller Stelle zu tun, dann sollte man das eben selbst probieren. Jetzt habt ihr ja dieses Programm auch selber gegründet. Das hattest du nochmal hervorgehoben. Das ist, glaube ich, nicht von einem Erwachsenen initiiert worden. Richtig. Ja. Aber jetzt ist trotzdem nochmal die Frage, denn wir haben heute über diesen schillernden Begriff Partizipation ja schon sehr viel auch zum Teil Gerätsel geratet. Beteiligung heißt für dich jetzt auch konkret was? Geht es am Ende auch um so eine Art, ja, wie wir das dann vielleicht im engeren Sinne meinen, eine politische Partizipation, willst du auch mitbestimmen können? Geht es am Ende auch darum, wie organisieren wir uns hier mit den anderen in einer gemeinsamen Welt, in einer Gesellschaft? Oder heißt Beteiligung für dich, naja, ich kann hier mal was posten, ich like hier mal was und ich bringe mich einfach ein? Also für mich ist Beteiligung definitiv etwas, was auch auf politischer Ebene stattfindet, aber das ist eben auch auf Basis dessen, was man sich so im grundgesellschaftlichen Leben mit einbringt. Also wenn man sich selbst mit einbringt und eben andere dazu bringt, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Also wenn wir das jetzt in unserer Jugendradiosendung sehen, dann haben wir zum Beispiel vom Samstag, da war der Jugendgeschichtstag in Potsdam, da habe ich zum Beispiel den Bildungsminister kurz interviewt und versuche jetzt hoffentlich in der nächsten Stunde dann in meiner Sendung die Leute zu engagieren, versuche denen zu zeigen, okay, das ist eine interessante Sache. Und ich finde, Partizipation geht da noch weiter, wenn man dann nicht nur erzählen kann, heißt, wenn ich dann nicht nur hinter dem Mikro stehe und denen das erzähle, sondern wenn die aktiv zu mir kommen und das wissen wollen, dann bin ich der Meinung, dass das ein guter Grundstein ist für eine richtig gut funktionierende Partizipation. Jetzt bist du ja schon quasi bei der Vermittlung. Ich würde an der Stelle Herrn Ertelt noch einbinden wollen. Ist es gut oder ist es der bessere Weg, tatsächlich dann auf Augenhöhe zu kommunizieren und von Jugendlichen sozusagen das Thema Partizipation anschieben zu lassen, oder müssen es am Ende dann doch die Erwachsenen, weil ja auch vielleicht durch unser ganzes System, Schulsystem vorgegeben, dann doch die Erwachsenen auch Pädagogen sein, die das Ganze anschieben? Naja, manchmal muss man einfach die Möglichkeiten auch eröffnen. Das ist ja nicht so, dass immer jedem was Gutes einfällt und die Idee auch zu Ende bringt. Manche geben da eben halt früher auf und das ist natürlich sehr schade. Allerdings liegt natürlich Engagement und Beteiligung sehr nah beieinander. Man darf es aber trotzdem nicht verwechseln. Also sich zu engagieren heißt nicht gleichzeitig, dass man eben halt auch in einen partizipativen Prozess eingebunden ist, der wirksam sein kann.
dennoch, es wurde richtig gesagt, es ist ein Grundstein, eben halt tatsächlich, auf den man bauen kann. Ich glaube, Erwachsene müssen dennoch Dinge offerieren, und zwar auch dauerhaft, weil man nicht erwarten kann, dass, wenn man einmal was getan hat, das dann schon die Basis sein kann, dass Jugendliche sich dann auch weiterhin für ihre Sache einsetzen wollen und können. Es muss also möglich sein, regelmäßig so ein Angebot zu wählen, sich einzubringen und sich aber genauso auch zurückziehen zu können. Ein wichtiges Moment, was wir eben halt auch aus der Jugendarbeit kennen, eben halt die Freiwilligkeit, die gilt für Beteiligung genauso. Ich kann mich punktuell für ein Thema einerseits engagieren, zum anderen eben halt auch mit meinen Positionen beteiligen, aber ich muss mich genauso gut auch wieder zurücknehmen können, und das sollte eben für verschiedene Zugänge helfen. Mediale Zugänge sind dafür ideal. Ob das nun Radio ist, ob es eben halt der Video-Film-Workshop ist, ob es nun eben Fotografie, ob es eben halt die verschiedenen Medien, die wir nutzen, digitale Medien sind. Die Offerte alleine eröffnet schon Zugänge. Das sehe ich schon sehr richtig. Offerte, aber wie ernst wird denn das von den Erwachsenen genommen? Also vielleicht auch nochmal unter dem Aspekt Youth Part. Ist das jetzt eine ernstzunehmende Sache? Ist das ein Leuchtturmprojekt? Am Ende vielleicht auch nur ein Feigenblatt? Naja, man kann natürlich sehr schnell, wenn Dinge von staatlicher Seite angeboten werden und finanziert werden. Und das Familienministerium fördert das mit? Kann man den Verdacht haben, das ist schon richtig. Aber es ist tatsächlich erstmal auch die ernsthafte Angelegenheit, zu sehen, zu eruieren, welche Optionen sind denn da, was ist überhaupt möglich. Und auf der Ebene bewegen wir uns auch gerade noch. Erstmal auch zu sehen, was gibt es für Beispiele, wo sind die Interessen, wie kann man die Dinge operationalisieren. Was letztendlich immer fehlt, und das muss auch beklagt werden, ist eine dauerhafte Förderung von Möglichkeiten. Also das, was ich gerade als Offerten benannt habe, braucht natürlich Personal, braucht Ressourcen, und die sind leider nicht in der Weise immer gegeben, wie wir uns gerne wünschen. Das liegt da gerade auch in der Finanzierungsstruktur, im Föderalismus, dass der Bund auch nur Modelle initiieren kann, aber letztendlich keine Strukturen, die in Länder oder in Kommunen reingreifen. Die Kommunen selber sagen wiederum, uns fehlt gesunde Haushaltssicherung unter Umständen, uns fehlt das Geld für die Briefmarken, und ihr redet jetzt von Internetbeteiligung. Das ist schon eine Krux, also es ist ernsthaft zu beklagen, und ich kann viele Dinge, die ich vielleicht vorher auch nicht so deutlich gesehen habe, mittlerweile nachvollziehen. Heißt aber nicht, dass man die Forderung fallen muss. Also es ist weiterhin natürlich auch wichtig für Rahmenbedingungen in der Form von Guidelines, wie ich sie heute Morgen erzählt habe, natürlich auch die Basis zu schaffen, letztendlich eine finanzielle Basis, damit diese Dinge überhaupt gedeihen können. Daran mangelt es. Es liegt natürlich, es ist ein politisches Ding auch unsererseits. Man wählt sich ja letztendlich dann doch die Regierung, die man hat. Heute Morgen hatten Sie natürlich noch einen anderen Weg aufgezeigt. Da ging es auch darum, inwiefern vielleicht auch private Unternehmen, Internetkonzerne auch eine Infrastruktur bereitstellen könnten, auf die man dann durchaus auch in einem nicht kommerziellen Sinne vielleicht aufsatteln könnte oder es nicht kommerziell auch ausnutzen könnte, diese Plattform. Naja, ich würde mich dem nicht verschließen. Also als Alternative jetzt der Ruf nach dem Staat oder Fördermitteln, ne? Ja, wobei natürlich dann trotzdem die Bedingungen, die ich auch genannt habe, erfüllt sein müssen. Und viele erkennen das ja auch, dass eben der Code nachvollziehbar bleibt und dass man eben halt weiß, was in der Software passiert und welche Interessen damit verbunden sind, müsste auch transparent dargestellt werden. Aber das kann nicht allein die Lösung sein. Also so Partnership-Lösungen grundsätzlich ja, positiv willkommen, Sponsoring-Lösungen ja, aber das jetzt wiederum auch abgeben, wir verlassen uns auf eine Struktur, die von Dritten gestellt wird, ohne sich an die Interessen der Userschaft grundsätzlich orientieren zu müssen. Das haben wir natürlich auch schon bei Facebook. Ja, also das sind wir letztendlich dann eben auch dem erlegen, was an Möglichkeiten da ist und auch deren Änderungen, und bleiben letztendlich dann trotzdem
ein Stück Produkt und nicht diejenigen, die es selber gestalten können. Ich möchte die anderen natürlich auch noch mit in die Runde einbeziehen, aber es soll jetzt eben kein Frage-Antwort-Spiel sein, sondern wenn Sie sich spontan jetzt hier auch angesprochen fühlen, dann reagieren Sie ruhig. Ich weiß nicht, wir haben anscheinend nur ein weiteres Mikrofon. Herr Bundes, ich würde Sie noch mal ganz kurz etwas fragen wollen. Wir haben ja auch gerade noch mal gesehen, bei Geh mir auf den Sender, da ging es um die U16-Wahl. Wir hatten diesmal bei der Landtagswahl hier in Brandenburg zum ersten Mal auch die Möglichkeit, den 16- und 17-Jährigen gegeben zu wählen. Und Sie haben im Vorfeld schon eigentlich kritisiert, auch bei den ganzen Wahlkämpfen, dass es im Grunde genommen eine Art, ja, dass eine Marginalisierung der Jugendlichen eigentlich stattfindet, die in dem Wahlkampf, wie die etablierten Parteien vor allem es dann auch betrieben haben, nicht stattfindet. Habe ich Sie da richtig verstanden? Sehen Sie da sozusagen den Versuch, die Jugendlichen, die jetzt formal dann zum ersten Mal eingeladen sind, zu wählen, dass man die eigentlich doch gar nicht beteiligen wollte? Nicht ganz. Also nicht ganz. Ich würde es nicht ganz so negativ bewerten. Es ist Wahlalterabsenkung ist ja ein langer Prozess vorausgegangen, um mehr Beteiligungsrechte, in diesem Fall politische Beteiligungsrechte für Jugendliche zu erreichen. Das ist am Ende auch gelungen nach einer langen Diskussion, eben die Wahlalterabsenkung. Was wir vor und oder während des Wahlkampfes auch in Auswertung sehr stark kritisiert haben, ist, dass die Parteien, und da möchte ich überhaupt keine ausnehmen, überhaupt nicht darauf eingegangen sind, dass hier eine komplett neue Alterskohorte an die Wahlurnen gerufen wird. Und ich meine, es sind ja fast 38.000 gewesen, ja? Weder in Sprache noch in inhaltlichen Auseinandersetzungspunkten in irgendeiner Form darauf eingegangen ist, was mal Jugendinteressen im Kern sind. Egal, ob es Mobilität ist, ob es Jugendförderung ist, ob Schule. Über Schule wird ja nur über Unterrichtsauswahl geredet, das interessiert Schüler aus einer ganz anderen Perspektive, auf eine ganz andere Weise. Da wurde darüber geredet, das heißt, es wurden Erwachsenen-Themen bedient, es wurden Senioren-Themen bedient, es wurde mehr oder weniger die Mehrheitsgesellschaft bedient, aber die Parteien haben zwar das Wahlalter abgesenkt, haben sich aber nicht auf diese neue Wählergruppe eingestellt. Und das haben wir schon sehr stark kritisiert. Gleichwohl ist natürlich dieser politische Prozess, dass das Wahlalter abgesenkt wurde, erstmals in einem Flächenland auf Landesebene, auch ein Erfolg einer, sagen wir mal, nicht zielgerichteten, aber doch sich fortentwickelnden Beteiligungskultur. Also das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber auch Politik kommt nicht mehr drum rum, Bürger insgesamt und damit auch Jugendliche stärker an politischen Prozessen zu beteiligen, egal ob es an Wahlen ist oder meinetwegen hier Beispiel Potsdam, sowas wie ein Bürgerhaushalt, ist ja auch ein Entgegenkommen Anforderungen aus der Bürgerschaft, aus der Wählerschaft und aus der Gesellschaft. Und insofern muss man das natürlich anerkennen, dass Politik gezwungenermaßen mehr Menschen einbezieht in politische Beteiligungsformen. Und was sie noch lernen müssen, ist, es wirklich offen, transparent und sozusagen auch zielgruppengerecht zu machen, auch bei Kindern und Jugendlichen, die zunehmend auch stärker beteiligt werden wollen. Da muss Politik noch eine ganze Menge lernen, wie man das macht und wie man sich stärker an jugendlichen Interessen orientiert. Wählen ab 16 wäre aber natürlich jetzt ein sehr klassischer Weg, nicht? Also der politischen Partizipation. Wir haben ja heute häufig darüber geredet, wie kann das auch netzbasiert aussehen, also eine Partizipation, die über das digitale Angebot dann funktioniert. Ihre persönliche Meinung ist sozusagen Partizipation im Netz, ist es eher eine Möglichkeit der Mobilisierung und der Informierung oder kann es am Ende auch eine Abstimmung geben im Netz? Ist das auch eine Form der Partizipation oder sehen Sie die am Ende dann doch wieder bei der Wahlurne? Ich glaube, es ist doch komplizierter. Ich denke mal, insbesondere die Kommunikationsmedien, die eben auf elektronischer Basis passieren, die haben auch etwas, deren Entwicklung hat auch etwas damit zu tun, dass neue Beteiligungsformen eingefordert werden. Insofern ist es sozusagen eine wechselseitige Abhängigkeit, dass wir uns beim Fortschreiten von Beteiligungskulturen stärker auf digitale Medien auch stützen, führt auch zu einem neuen Angebot, ob kommerziell oder nicht kommerziell. Und das beobachten wir natürlich und müssen es nutzen. Müssen es in der politischen Praxis, aber müssen es auch in der pädagogischen Praxis nutzen. Insofern würde ich das gar nicht so voneinander getrennt diskutieren, sondern die Entwicklung sozialer Medien, die zu einer erweiterten und verbreiterten Kommunikation führen, haben etwas mit dem Druck der Bürgerinnen und Bürger, auch der Jugendlichen zu tun, stärker beteiligt zu werden. Also da sind Entwicklungen, die parallel verlaufen, aber eben nicht unabhängig parallel voneinander verlaufen. Und wir müssen, denke ich, so aus der pädagogischen Praxis und aus der politischen Praxis, müssen wir dafür sorgen, dass diese Kommunikationsmöglichkeiten auch so genutzt werden, damit eine verbreiterte, inhaltlich verbreiterte und
gemeinschaftlich verwaltete Beteiligung ermöglicht wird. Also immer wieder auch neue Anregungen geben in die Politik hinein, wie man zum Beispiel, was ja auch eine der Fragestellungen, was heute Morgen Herr Hartelt deutlich gemacht hat, wie das funktioniert mit der Beteiligung, also welche Grundprinzipien man anwenden muss, etc., auch in digitalen Kontexten. Herr Kropp, würden Sie sagen, diese Grundprinzipien und diese Skills, die erlernt man nach wie vor in der Schule? Ist das der Ort, wo diese Beteiligungskultur am Ende dann doch vermittelt werden muss? Muss. Das wäre ausschließlich, ja? Das wäre der Wunsch. Naja, ich sag mal so, wir hätten es, denke ich, im öffentlichen Raum, also praktisch da, wo also der Bereich zwischen Schule und zu Hause, also wo Jugendliche sich wahrnehmen und auch ihr selbstbestimmtes Leben versuchen zu gestalten, um vieles leichter mit unseren Schlagworten, die auch hier ständig gefallen sind, so Beteiligung, Austausch, Impulse, ein Miteinander, das Erleben von Miteinander, wenn Schule das so ein bisschen mehr die Grundlagen ermöglichen würde. Das ist das, was wir auch immer wieder versuchen, auch ins Gespräch zu bringen mit Schulen, mit denen wir auch arbeiten können, dass wir sagen, Basiswerte müssen halt vermittelt werden. Das heißt, Jugendliche müssen, oder es muss ihnen nahegebracht werden, dass sie Teil der Gesellschaft sind, dass sie auch Rechte haben, dass ihre Meinung was zählt. Das ist dann wieder unser Job, natürlich Erwachsene, das entsprechende offene Ohr auch mit auf den Weg zu geben dafür. Aber ich habe vorhin nochmal auch bei dem, was besprochen wurde, auch nochmal bei der Wahl der 16-Diskussion, ging den ganzen Tag durch den Kopf, die Kommunen sind schon viel weiter. Die Kommunen sind praktisch diejenigen, die auch diese Wahl der 16 eigentlich als einen Impuls aufgegriffen haben und gesagt haben, das ist eigentlich ein Baustein in dem ganzen Themenfeld Beteiligung, Gesellschaft, Miteinander, Mitgestaltung. Und uns erreichen Anfragen von Bürgermeistern, die einfach auf ihren kommunalen Raum hingerichtet einfach sagen, wir wollen gerne mit unseren Jugendlichen ins Gespräch kommen, wir wollen, dass sie mitgestalten, dass sie sich wiederfinden, wir wollen, dass sie hier bleiben. Ja, das ist sozusagen auch ein ganz pragmatischer Ansatz, natürlich auch von der kommunalen Ebene, den wir mittragen können. Ganz klar, das war nicht unser erster Ansatz. Wir wollen, dass natürlich Jugendliche erleben, dass sie Teil der Gesellschaft sind und dass ihre Meinung auch was zählt. Und vielleicht nochmal ganz kurz auch zu den vorhin zu den Impulsen. Also ich finde es auch nach wie vor sehr gut und richtig, dass Erwachsene Impulse geben, Vorschläge machen, zum Beispiel auf technischer Basis etc. Know-how zur Verfügung stellen. Und, aber ich glaube, es gilt immer zu hinterfragen, wie weit das geht. Das heißt, Begleitung ist okay, aber Erwachsene sind auch immer sehr strukturverliebt. Das heißt so nach dem Motto, wir haben jetzt eine Struktur, das ist der Prozess und damit haben wir das Thema geklärt und erledigt. Und das ist, glaube ich, immer die große Herausforderung auch, das, was wir versuchen, gerade auch der Erwachsenenseite mit auf den Weg zu geben, dass sie halt schauen, dass sowas auch in Eigenverantwortung dann sich nur entwickeln kann und dass auch eine Identität entsteht, wenn wir sagen, okay, die Möglichkeiten sind in Ordnung, ich lasse es uns auch selbst nutzen und der Bedarf ist auf jeden Fall da. Jetzt haben Sie zwischendurch gesagt, ja, also es muss auf jeden Fall in der Schule vermittelt werden. Stellen Sie sich das jetzt so vor, dass jeder Lehrer im Grunde genommen noch neben der eigentlichen fachlichen Tätigkeit dann auch da nochmal irgendwo, sage ich mal, Kapazitäten schaffen muss, um das auch noch sich drauf zu packen? Übrigens ist ja vielleicht auch auffällig, dass heute nicht so viele Lehrer unbedingt heute bei dieser Netzwerktagung sind. Wir hatten heute schon mal zwischendurch davon gesprochen, ob vielleicht dieses Thema auch eher so ein bisschen Abschreckung war oder ob es an der Struktur auch dieser Tagung heute lag. Das müssen wir vielleicht alles noch mal ein bisschen auswerten. Glauben Sie, dass es da zu schaffen oder müssen es doch einzelne gezielte Personen dann sein? Dass es einem eigentlich im Grunde genommen so eine Art, auf so eine Art Fach hinausläuft, ja? Fachbeteiligungskultur oder Partizipation. Wie stellen Sie sich das konkret vor? Also ich glaube, die Frage, ob oder nicht, glaube, die müssen wir uns gar nicht stellen. Es gibt, ich zitiere mal, was Jugendliche uns erzählen. Jugendliche, es gibt dieses schöne Zitat von Jugendlichen, die sagen, wenn wir aus der Schule kommen, können wir zwar das Volumen der Sonne berechnen, wissen aber nicht mal, wie unser Bürgermeister heißt. Das ist im Grunde auch ein ganz guter Punkt, wo klar ist, dass, oder ich sage nochmal anders, die Jugendlichen, die aktiv sind, schauen natürlich bei zunehmendem Engagement, auch bei Erfolg, auch bei entsprechender Würdigung im öffentlichen Raum, mit einem ziemlichen Unverständnis auf diejenigen, die bloß mit den Schultern zucken. Und wenn wir die fragen, warum habt ihr eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, ihr habt doch Ideen, auch die mal zu artikulieren, in den Abstimmungsprozess zu gehen und so weiter, sagen die, wir kennen das nicht. Wieso? Wieso sollen wir jetzt sagen, was wir wollen? Spielt das sowieso keine Rolle. Natürlich wird sich auch gerne mit Klischees umgeben, also man richtet sich ja auch gerne ein, gerade von der Erwachsenen als auch von der Jugendseite zu sagen, Jugendliche sagen, wenn wir was wollen, sowieso keine Zeit oder die haben sowieso kein Ohr für uns, damit brauche ich nichts mehr zu machen. Das ist natürlich auch so eine Komforthaltung. Erwachsene wiederum, die sagen, Jugend redet sowieso, ist doch eine Anspruchsgeneration, die haben doch gar keinen, ja, keinen Gestaltungsanspruch, die wollen im Grunde nur haben. Also da gibt es halt die Toleranzwoche und man versucht Vorurteile abzubauen. Nicht? Ich meine, andererseits lebt sie es immer ganz gut oder übersichtlich mit Vorurteilen, aber was Sie da beschreiben, sind ja eigentlich jetzt sozusagen die gegenseitigen... Es gibt wunderbare Beispiele, was passieren kann, wenn einfach sich auch, wegen des beim Stichwort Schulen auch stehen geblieben, wenn sich halt einfach Schulen dafür öffnen, was auch für eine
eine gute Interaktion entsteht. Ich gebe mal ganz stolz ein Beispiel. Es gab vor einigen Jahren mal ein Modell, wo ein Gymnasium, wo sich Schüler des Gymnasiums an das Bildungsministerium gewendet haben und haben gesagt, wir wollen gerne unsere Schülervertreter direkt wählen. Das wurde zugelassen in dem Fall. Die haben daraus eine richtige Wahlkampfszenario aufgebaut. Das heißt, Schüler haben sich beworben um diesen Job und haben dann in großen Diskussionsveranstaltungen dargestellt, was ihnen hier in ihrem Lebensraum Schule wichtig ist. Das wurde gemeinsam diskutiert. Jugendliche, die sich sonst überhaupt nicht geäußert haben, kamen ins Gespräch mit denen, die sozusagen ihre Thesen in den Raum gestellt haben. Und die Schule hat es laufen lassen. Und die Lehrer, die aus unserer Sicht das pädagogisch ganz wertvoll begleitet haben, haben gesagt, wenn die sich äußern, haben die was mit dem Lebensraum zu tun. Das ist das, was wir wollen. Die sollen sozusagen merken, dass sie sozusagen hier eine Stimme haben und mit dem, was sie umgibt, auch was zu tun haben. Sie können ja mal schätzen, wie hoch die Wahlbeteiligung war für die Schülervertreterwahl. Also lag bei 84%. Es war also wirklich eine total gute Stimmung. Es gab Diskussionen auf dem Schulhöfen etc. Bloß jetzt mal ganz kurz zu der Idee, was Schule vermag. Es gibt dieses schöne Zitat von Professor Waldemar Stanger: Nirgendwo gibt es die besten oder nur so gute Möglichkeiten wie in Schule, um mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Die sind 5 Tage die Woche in der Schule, sind meistens 6 bis 8 Stunden vor Ort. Es gibt Personal, es gibt Räumlichkeit und eigentlich auch die Zeit. Das wäre also jetzt ein positives oder erfolgreiches Beispiel für Jugendbeteiligungsprojekte, ja? Also diese ein Beispiel. Wahl dort. Herr Monas, Sie wollten aber direkt anschließen, glaube ich. Ja, ich würde einfach nochmal einen Aspekt mit reinbringen. Thomas Kopp hat ja eben das Beispiel angebracht, dass die Jugendlichen oftmals, wie die Erwachsenen auch, ein Demokratieverständnis offenbaren, wo man sagen muss, da stimmt irgendwo was nicht. Wenn die Jugendlichen schon 13, 14, 15 sagen, was soll ich mich da beteiligen, die machen ja eh, was sie wollen, dann ist das natürlich in gewisser Weise ein Zeugnis, eine Bewertung, ob da nur eigene Erfahrungen oder das Erzählen der Eltern dahinter steckt, sei dahingestellt. Aber wenn wir über Beteiligung reden und wenn wir über digitale Beteiligung reden, dann müssen wir natürlich auch immer dazu sagen, in welchem Kontext befinden wir uns. Und Beteiligung hat was mit Demokratie, mit Demokratisierung zu tun. Und was wir tun aus der pädagogischen Praxis, egal ob in der Schule oder in der außerschulischen Arbeit, ist ja zunächst mal nichts anderes, als ein gewachsenes Bedürfnis zu befriedigen. Und worin wir unsere Aufgabe auch sehen müssen, ist, diese Bedürfnisbefriedigung auch in den politischen Raum zu tragen, weil politische Praxis oftmals da schon aus unserer Beobachtung aus dahinterherhängt. Kinder und Jugendliche kommen heute in die Schule. Ich habe es mal so frei und frank gesagt, die Schule ist nach wie vor einer der demokratiefreiesten Räume, die wir in der Republik oder in der demokratischen Gesellschaft haben. Und Kinder und Jugendliche kommen schon mit einer anderen Erwartung in die Schule, weil das sagt uns schon seit vielen, vielen Jahren allein die Familienforschung. Kinder und Jugendliche erleben in ihrer frühen Sozialisation schon wesentlich mehr Demokratie, als sie dann mit 6 oder 7 Jahren in der Schule erleben. Und insofern kommen Bedürfnisse zutage von Kindern und Jugendlichen, die müssen wir nicht vermitteln, die müssen wir erstmal nicht herausholen, da müssen wir drauf eingehen. Die sind schon da. Aktivieren, anregen, ja? Ja, denen muss man sozusagen auch Methoden, Mittel etc., Wege, Rahmenbedingungen geben, um sie dann medial oder nicht medial zu forcieren, beziehungsweise dieses Bedürfnis eben auch zu kanalisieren und sie tatsächlich mit zu beteiligen. Und was wir, wird jetzt ein bisschen abstrakt, aber was wir natürlich sehen müssen, in diesem gesteigerten Bedürfnis steckt auch dahinter eine zunehmende Unzufriedenheit mit dem, was wir so repräsentative Demokratie nennen. Und da müssen wir uns auch auf Pädagogik, was die pädagogische Praxis angeht, müssen wir uns auch mit auseinandersetzen, dass Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene viel stärker ihre Interessen artikulieren wollen, sich daran beteiligen wollen, wie diese Entscheidungen fallen. Also da gibt es ja große Beispiele, wie heute auch schon gefallen, Stuttgart 21 oder sonst wie, das wird ja artikuliert und wir müssen, glaube ich, bezogen auf junge Leute, dem schon sehr früh entgegenkommen und die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass nicht zunehmend diese klassischen Formen repräsentativer Demokratie zunehmend provozieren zu einer Politikverdrossenheit. Weil das ist ja auch nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern auf Landesebene, Bundesebene zunehmend, wenn wir in die Wahlbeteiligung reingucken, da stimmt ja irgendwas nicht. Insofern denke ich, haben wir da aus der pädagogischen Praxis auch eine hehre Botschaft und auch durchaus einen Anspruch daran, wir müssen ein Stück mit jungen Leuten die Demokratie auch zeitgemäß mitentwickeln. Also Stichwort zeitgemäß, das, ja. Also was Sie ja jetzt hier ansprechen, im Grunde genommen stellen Sie gerade das organisatorische Setting in Frage, was wir eben bisher vielleicht hatten oder sozusagen auch dann ein tradiertes, vielleicht auch überkommenes ist, nicht? Herr Ertelt wollte direkt anschließen.
eigentlich hätte ich natürlich an der Stelle ganz gerne auch mal nochmal den sozusagen stellvertretenden Quoten-Jugendlichen hier in unserer Runde dazu gefragt, aber vielleicht erst Herr Ertelt, bitte. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung nochmal, weil mittlerweile müssen wir natürlich auch davon ausgehen, dass wir eine Verantwortung haben im Minderheitenschutz von Kindern und Jugendlichen. Also das einfach, ich wurde gerade schon angesprochen, der demografische Faktor, also Kinder und Jugendliche verlassen die Kommune und die stark verwirrte Prinzip, die Zukunft ihrer auch Mitverantwortlichen. Das ist auch eine brauchbare Drohkulisse gegenüber nicht verstehen wollenden Politikern im kommunalen Bereich, dass man also auch deutlich macht, euer politisches Erbe, das geht auch verloren, wenn ihr es nicht schafft, die nächste Generation mitzunehmen. Und wie nimmt ihr sie am besten mit? Ja, indem ihr euch eben halt auch auf den Kommunikationsebenen bewegt, wo sie unterwegs sind, weil Jugendliche natürlich ihrerseits auch Ansprechpartner suchen, Bezugspersonen im Netz finden. Man ist nicht unbedingt darauf angewiesen, eben halt mit den Face-to-Face-Kontakten in der Schule umzugehen oder eben halt in Familie und Nachbarschaft, sondern man findet die Kontakte auch weitaus woanders. Und das wieder in einen Ausgleich zu bringen, der sich dann fortsetzt, eben halt auch in einem Engagement für das Gemeinwesen vor Ort, ist eine schwierige Aufgabe. Das heißt, ein reines Planspiel auch mal, das trifft ja auch die Jugendverbände, ne, zu sehen, also wie sieht das denn in 20 Jahren aus mit den Jugendlichen im Jugendverband und wie sieht das aus mit den Jugendlichen in der Kommune irgendwo in Brandenburg oder auch in Nordrhein-Westfalen. Dann wird das sehr deutlich, wenn man das mal bildhaft darstellt, dass es absolut Not tut, jetzt Brücken zu bauen. Und das sind eben halt Kommunikationsbrücken, um überhaupt noch jemanden zu finden, der sich für die Belange des Gemeinwesens engagiert. Wenn nichts, ich würde dich ganz gerne fragen, gerade kam es so ein bisschen auf nochmal die Beschreibung der Schule als demokratiefeindlichster oder demokratiefernster Ort. Jetzt bist du eben, nee, das kann man nicht. Ich wollte es nur noch mal aufgreifen. Demokratiefeindlich und ja. Also ja. Und demokratiefrei vielleicht auch noch an dieser Stelle. Ne? Da könnten wir also jetzt auch noch mal sozusagen. Aber das ist noch mal ein guter Einwurf. Das soll natürlich so nicht stehen bleiben. Wie hast du denn das bisher dann erlebt? Also wir haben ja gerade noch mal von Herrn Mondes gehört. Im Grunde genommen kommt man da rein und man lernt. So hat er sich zumindest auch auf Statistiken, nehme ich mal an, auf Befragungen etc. dann berufen, dass es da eigentlich Demokratisierungskompetenzen gab und die dann in der Schule irgendwie völlig hinten runterfallen. Also ich vermute jetzt auch, dass das leider der Fall ist. Also wenn man jetzt mal vergleicht, in den Schulen guckt, dann merkt man, okay, wir haben als Demokratie Klassensprecherwahlen alle 2-3 Jahre, die dann mal demokratisch, im Klassenverband darstellen, okay, wir wählen jetzt mal alle zusammen und derjenige darf dann euch vorstehen. Viel mehr gibt es leider nicht. Und das enttäuscht mich persönlich auch ein bisschen. Man hat in der Schule keine großen Beteiligungsmöglichkeiten und man muss sich dann wirklich außerhalb der Schule irgendwo anders engagieren. Zum Beispiel im Jugendparlament, wenn es denn eins gibt im Ort. Andere Möglichkeiten hat man nicht. Und was ich sehr schade finde, ist, dass man eben auf solche Angebote nicht direkt aufmerksam gemacht wird. Also man muss sich da wirklich selbst informieren, man wird in der Schule nicht da drauf gebracht. Ich habe selbst noch PB-Unterricht, das ist politische Bildung. Wir bekommen zwar sehr viel mit, aber das hat eben auch größtenteils den Dank, dass wir eine sehr engagierte PB-Lehrerin haben. Die kniet sich da rein, die schlägt uns auch immer wieder vor, macht doch mal mit beim Planspiel im Bundestag. Es gibt fürs Europaparlament, glaube ich, auch so eine Art Planspiel, in dem man sich dann sozusagen live einfinden kann. Und mal 2 Tage lang, glaube ich, diskutieren kann und als Europaabgeordneter sich ausprobiert. Das sind sehr, sehr direkte Wege der Demokratie, aber in der Schule selbst gibt es sowas kaum. Du hast es ja gerade selber gesagt, PB als Stichwort, ja, also die politische Bildung. Ich hatte nur gerade noch mal überlegt, wie könnte eigentlich denn eine Beteiligung in der Schule aussehen? Wollt ihr dann an der Bestimmung der Lehrpläne beteiligt werden oder worauf läuft das eigentlich hinaus? Herr Mondes, das könnten Sie ja vielleicht auch noch mal erklären. Worauf soll eigentlich dann diese Beteiligung innerhalb des Schulsystems hinauslaufen, ganz konkret? Wird ja ganz schnell das sozusagen das drohende Szenario, dass das Chaos ausbricht, wenn dann die auch noch die Lehrpläne selbst mitbestimmen. Ich denke eher, in der Schule gibt es ganz praktische, pragmatische Sachen, wo man sich halt von Anfang an Schülerinnen und Schüler wirklich beteiligen kann. Das ist bei der Raumgestaltung, das ist bei der Raumnutzung, das ist bei der Außennutzung, das ist beim Essen, das ist bei Mensa, Aula etc., bei
Fahrradständern etc. Es gibt ganz viele Planungsprozesse innerhalb einer Schule, auch natürlich die Unterrichtsgestaltung oder auch die Zeitgestaltung etc. Also da kann man systematisch viel mehr Schülerinnen und Schüler mit beteiligen. Gibt es Beispiele, für alles gibt es da Beispiele, nicht nur in der Reformschulen, sondern auch in ganz normalen staatlichen Schulen wird mehr oder weniger. Also das ist ja immer so das Verblüffende, dass man doch auf der einen Seite sagt, mehr kriegen wir nicht hin, weil wir haben so viele Verordnungen und wir haben so viele staatliche, gesetzliche Dinge, an die wir uns halten müssen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder Schulen, die es völlig anders machen und viel stärker und früh an, schon in der Grundschule, Schülerinnen und Schüler um ihre Meinung, um ihre Gestaltung, so um ihre Nöte, Probleme, Sorgen etc. befragen und sie auch dann viel stärker mit einbeziehen. Also das ist etwas, wo man sagen kann, an der demokratischen Kultur oder Beteiligungskultur kann jede Schule heute schon viel, viel machen, als es an den meisten eben passiert. Und das heißt, zunächst mal Beteiligung, muss man immer wieder auch gebetsmühlenartig sagen, ist erstmal eine Frage der Haltung, der Grundhaltung, jungen Menschen gegenüber sehr ernst nehmen, sie als Subjekte eigenen Handelns auch wahrzunehmen und nicht nur als Objekte von irgendwelchen Gesetzen, Verordnungen oder sonst was. Und wenn man diesen Schritt mental erstmal gemacht hat, egal ob ich Pädagoge, ob ich Vater bin, ob ich Lehrer bin, dann geraten die auch nicht mehr aus dem Blick und dann beteilige ich sie auch. Und dann beteilige ich sie irgendwann auch daran, wie politische Bildung heute gelehrt wird. Dann beteilige ich sie auch daran, ob man Mathematik nicht auch projekthaft in Werkstätten machen kann. Da gibt es viele Beispiele für und das kann man fächerübergreifend machen, das kann man viel mehr auch an den Gewohnheiten und wie soll man sagen, den Interessenlagen von Kindern und Jugendlichen heute festmachen. Also die zunehmende Werkstatt und Projektarbeit ist ja auch etwas, wo Schule sozusagen entgegenkommt und nicht mehr dieses Prinzip vorne steht der Lehrer und richtet denen, die da sitzen, was ein. Das ist ja etwas, was sich schon zunehmend verändert und in diese Gestaltungsform kann man Schüler und Schülerinnen schon viel, viel stärker einbeziehen, wie weit das gehen soll. Und insofern müssen wir einfach die Chancen, Möglichkeiten und auch das Verantwortungsbewusstsein von Schülerinnen und Schülern, das ich sehr, sehr hoch einschätze, viel besser nutzen. Die Möglichkeiten sprechen Sie an. Wie kriegen wir denn da jetzt die Medienbildung rein? Nicht? Um sozusagen das als Katalysator wiederum für eine neue Beteiligungskultur überhaupt zu verstehen. Jetzt reden wir erstmal grundsätzlich von der Beteiligung und Beteiligungsbedarf in Schulen. Aber wie kriegen wir jetzt sozusagen die Medienbildung da eigentlich wieder hinein? Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht noch direkt antworten wollen, bevor ich einen Gegenstand dazu nehme. Kleines Donner, es ist ja häufiger schon gefallen, Medienbildung oder Mediennutzung ist ja auch ein Stück als methodisches Grundelement zu sehen, ob man nun die Kommunikationssoftware nutzt, mitentwickelt aus der Jugendarbeit, aus der Schulpraxis heraus. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, Medienwelten werden in die Schule, werden in den Jugendclub etc. mit hineingebracht. Und wir müssen eben das, wird ja eben von dem Herrn, ich kann es nicht lesen, schon mal näher reingebracht, die Medien, die intensive und sehr vielfältige Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen, die wir heute haben und die wir oftmals gar nicht so richtig nachvollziehen können, was sie da alles mitmachen, können wir natürlich, diese Möglichkeiten können wir viel besser nutzen. Insofern können wir das gerne parallel diskutieren, aber bitte nicht so parallel, dass das eine mit dem anderen nichts zusammen oder nichts zu tun hat. Die digitalen Medien und besonders die Kommunikationsmedien sind auch ein Produkt davon, dass viel mehr Leute miteinander kommunizieren müssen in bestimmten oder auch wollen, das Bedürfnis haben. Und insofern schreit das eigentlich danach, dass wenn wir über Beteiligung reden, immer auch über die Nutzung und vor allem auch die Weiter- und, wie soll man sagen, die gemeinschaftliche Weiterentwicklung von Kommunikationsmedien reden müssen. Also darum geht es meines Erachtens wesentlich, wenn wir die Verbindung von Medien und Beteiligung diskutieren. Also als integraler Bestandteil, den man sowieso eigentlich schon selbstverständlich mitdenken muss, ohne den man hier von Beteiligung wohl gar nicht dann mehr reden kann. Nee, behalten Sie es mal lieber gleich, weil ich denke mal, Sie werden ja dann einer von Ihnen entgegnen. Ja, ich habe gerade versucht, mich zu Wort zu melden, weil wir hier unter anderem bei der MABB sind, im Medieninnovationszentrum. Und die Medienanstalt Berlin-Brandenburg ist ja eine Einrichtung, die sich nicht nur um die Mehrheitsmedien kümmert, mit Lizenzierung um die kommerziellen Medien, sondern auch um die Bürger- und freien Medien und diese in ihrer Arbeit ja auch mit zu fördern hat und dies auch tut. Ja? Und zwar sowohl Fernsehen als auch Radio. Und sie bemüht sich ja auch noch in weiteren Bereichen, zum Beispiel durch diese Förderpraxis, dann da
Impulse zu setzen. Und das kommt ja nicht von ungefähr, sondern aus politischen Gründen. Wir haben ja sowohl in Bezug auf das Dritte Reich als auch in Bezug auf die DDR eine ganz klar negative Medienbeteiligungserfahrung, die in unseren Verfassungen dazu geführt hat, dass wir hier einen Auftrag haben, und zwar einen demokratischen Medienauftrag, sogar hier Medienbildungsauftrag. Das ist also nicht irgendwas. Und dann spätestens an dem Punkt, wo ich vollmündige Bürger haben will, brauche ich auch vollmündige Medienbürger. Und das will gelernt und erlernt sein, und diesen Auftrag gibt es. Also hier ist eine Einrichtung, die unter anderem über diese Form, die ihr zur Verfügung steht, hier versucht zu fördern. Und man sollte sich eigentlich mal klar machen, dass das ein Recht ist. Also nicht nur in Bezug auf Schule oder so in einem kleinen Teilbereich, sondern generell, es ist ein Menschenrecht. Nicht nur ab 16, sondern grundsätzlich. Und mir ist das neulich nochmal sehr klar geworden. Wir hatten hier Anfang November eine Versammlung von etwa 50 Radios aus ganz Europa und Deutschland, freie Radios. Und dazu kamen auch zwei Radios aus Afrika und aus Südamerika. Und die haben mal über ihre Medienrechts- und Beteiligungsformen diskutiert und darauf hingewiesen, dass es zum Beispiel bei den Kinderrechten solche Rechte gibt auf nicht nur freie Meinungsäußerung, sondern mediale Beteiligung. Und tatsächlich stellen wir ja auch fest, dass eigentlich dieses Draußenhalten von Kindern und Jugendlichen bei Medien nur bei den klassischen Medien funktioniert. Bei den digitalen Medien greifen sie ja zur Selbsthilfe, gehen also in die entsprechenden Foren und Formen rein und nehmen sich einfach, was sie da an Beteiligung haben wollen. Wir können also Radio klassisch machen mit einer Lizenz, wir können es aber auch als Webradio machen. Und oder wir können entsprechend soziale Medien umfunktionieren, Handys umfunktionieren. Ne? Also da war zum Beispiel aus Nordafrika dann das Beispiel: Facebook kann ich kommerziell nutzen, ich kann es aber auch natürlich politisch nutzen. Ne? Und dann sind wir schon an dem Punkt, also wie politisch ist eigentlich dieses Grundverständnis, was wir von Medien haben, und denken wir überhaupt an unsere eigene Negativtradition dabei. Also, vielen Dank, Herr Bienisch. Das war im Grunde genommen fast schon auch wie so eine Art Schlussplädoyer mit dem, nochmal, wie Sie es genannt haben, mündigen Medienbürger vielleicht. Ja? Herr Lange hat leider schon genau den Blick, in dem Fall ist es, glaube ich, für Bendix Lippe ganz wichtig, dass er hier rechtzeitig wegkommt. Und ich denke mal auch vielleicht in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, ich habe so das Gefühl, dass wir dann vielleicht das Ganze auch jetzt so langsam mit einem Schlussstatement aller Teilnehmer vielleicht hier ausklingen lassen können. Vielleicht auch nochmal jetzt sozusagen mit dem Input von Herrn Bienisch. Die Zukunftsperspektiven, da würde ich dann einfach nur sagen, dass Sie jeder vielleicht reihum das Mikrofon geben. Partizipation in Brandenburg in den nächsten Jahren. Was stellst du dir da vor? Was soll da noch kommen? In ein, zwei Sätzen. Das ist natürlich jetzt möglichst vielleicht ein bisschen pointiert und als These, als steile These zu formulieren, aber ich glaube, dann können wir damit noch mit diesem Gedanken nach Hause gehen. Also in der Hoffnung, dass dann überhaupt noch Jugendliche in Brandenburg da sind, würde ich jetzt einfach... Steile Thesen wurden gefordert. Sehr schön. Also, ja, der Mann ist vom Radio. Das hoffe ich einfach mal, dass es ganz viele vielfältige Möglichkeiten gibt, Jugendliche mit einzubeziehen. Ob es politisch ist, ob es gesellschaftlich ist, ob es kulturell in die Richtung geht. Hoffe ich einfach mal, dass es Jugendliche interessiert, sich selbst einzubringen, und dass Jugendliche selbst was machen. Und das sollte in der Schule anfangen, aber sollte besonders auch in der Freizeitgestaltung natürlich auch immer weitergehen. Und dass man Jugendlichen auch außerhalb der Schule eine Plattform bietet, auf der sie sich selbst verwirklichen können und auf der sie eben sich selbst zur Partizipation hinbewegen können. Das wäre ein Wunsch von mir, dass es sich verwirklicht in den nächsten Jahren. Vielen Dank. Ich denke eher an eine schöne Aufgabe für das Medienkompetenznetzwerk in Brandenburg. Ich glaube schon, dass da auch der richtige Ort ist, um eine Servicestelle für mehr Jugendbeteiligung online auch zu realisieren. Wer sonst hätte eben halt auch die Zugänge zu den Medien und hätte auch die praktische Erfahrung aus der Medienpädagogik heraus, da Dinge auch begleiten zu können.
das ist ganz gut kooperativ, natürlich mit den Jugendverbänden und auch der freien Jugendarbeit. Es lässt sich ja einiges bewegen. Es muss nur ein Ansprechpartner da sein. Ich hatte es heute Morgen auch schon gesagt bei den Guidelines. Es braucht jemand, der sich verantwortlich zeigt für den gesamten Prozess, aber auch für den Prozess insgesamt, die Partizipation mit Jugendlichen zu realisieren, braucht es jemanden, der verlässlich ansprechbar ist. Vielleicht ist es eine gute Aufgabe fürs Netzwerk. Also das wollte ich eigentlich so nicht haben, aber ich frage trotzdem nochmal nach. Also es braucht jemanden und Sie haben jetzt gesagt, perspektivisch das Netzwerk wäre in dem Falle vielleicht einer, ein potenzieller Ansprechpartner. Gut, Herr Munz, bitte. Na, ich schließe mal mit einer ganz platten politischen Forderung. Wir haben uns vorgenommen, also als Jugendverbände, als Landesjugendring vorgenommen, die Verpflichtung in die Kommunalverfassung zu bringen, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Gemeindeparlamente immer dann, wenn es um jugendliche Belange geht, Mobilität, Spielplatz, Radweg und so weiter, Schule, dass sie pflichtig zu beteiligen sind. Also immer, wenn irgendwo ein Vorhaben ist, wo das eben jugendliche Belange betrifft, müssen sie die beteiligen. Es gibt andere Bundesländer, wo das schon Praxis ist. Das kann man auch machen. Das tut auch gar nicht weh, sagen auch jedem Bürgermeister. Es gibt auch ein paar, die machen das schon auf freiwilliger Basis, aber wir glauben, dass das erst dann richtig gelingt, wenn es pflichtig ist, wenn Kinder und Jugendliche, weil sie eben auch noch nicht wählen können, so bis 16, sollten sie pflichtig beteiligt werden. Und das kann man natürlich ganz wunderbar heutzutage in einem kommunikativen, medialen, digitalisierten Rahmen auch den Bürgermeistern, Bürgermeistern, den Gemeinderäten erklären, dass das auch richtig gut funktioniert, dass man auch nicht wahlberechtigte Bürger die Interessen kanalisieren kann, sammeln kann und dann wirklich das tut, was Kinder und Jugendliche wirklich wollen und nicht das, was Erwachsene vermuten, was Kinder und Jugendliche wirklich wollen. Insofern platte Forderung in die Kommunalverfassung, die Verpflichtung, dass Kinder und Jugendliche zu beteiligen sind bei solchen Vorhaben. Solche Dialogplattformen, wenn ich richtig jetzt erinnere, gibt es, glaube ich, schon in Hannover oder Nürnberg unter dem Stichwort Pimp Your Town. Da werden dann solche Sachen, die Sie angesprochen haben, auch mit den Kindern und Jugendlichen zumindest schon mal thematisiert und beraten. Herr Kropp. Das ist der eine Punkt, wie gesagt, diese Konkretisierung der Kommunalverfassung, sprich also eine Mussbestimmung daraus zu machen. Also alle kennen ja die Formulierungen, die sich in vielen Gesetzestexten entlang ziehen. Kinder und Jugendliche sind, sollten, hätten entsprechend ihre, ist darauf zu achten, das etc. Das heißt also Absichtserklärung. Und die Schleswig-Holsteiner haben, wir hatten die 2009 das erste Mal zu Besuch bei einem unserer Landestreffen mit Jugendvertretungen und seitdem haben wir den Virus hier eigentlich im Land. Die haben ihren berühmten Paragrafen 47f, in dem sie einfach gesagt haben, was von kommunalen Verwaltung nicht vorschreibt, passiert nicht. Also machen wir aus dem Soll, Hätte, Dürfte ein Muss. Das heißt, es gibt also, wie schon von Bernd Bonus eben bezeichnet, die beiden Hauptpunkte. Das heißt, Kinder und Jugendliche müssen an sie betreffenden Themen beteiligt werden. Und zweiter Punkt, die Prozesse sind zu dokumentieren. Ganz wichtig. Also es geht ja wirklich auch um Qualität, also auch um Nachvollziehbarkeit von Prozessen. Und die Schleswig-Holsteiner, die es gemacht haben, also wir trommeln immer dafür, werben mittlerweile auch dafür, weil einfach Kommunen, die eine offene Kinder- und Jugendbeteiligungsstruktur vorweisen können, damit auch ein guter Lebensort für Familien darstellen etc. und alles, was da noch mit dran hängt. Ich würde mir, wie gesagt, nochmal als Schlusstipp natürlich auch wünschen, dass wir, wenn wir Kinder und Jugendliche reden, immer auch die Erwachsenenseite mit im Blick behalten. Das heißt, die innere Haltung, Bernd Mohns hat es schon gesagt, ist ein ganz wichtiger Punkt und wir arbeiten halt einfach mit daran, dass Erwachsene, ob nun aus Lehrer oder Lehrerschaft in den Kommunen etc., Beteiligung als eine Bereicherung sehen, nicht als eine Belastung, sondern sagen, okay, das qualifiziert unsere Entscheidungsprozesse, das schafft hier sozusagen eine Kultur des Miteinanders und das sind genau die Instrumente, die Kinder und Jugendliche sich als Teil dieser Gesellschaft erleben lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und daran arbeiten wir. Vielen Dank, Herr Kropp. Meine Herren, vielen Dank. Ich habe heute gelernt, es ist Herrentag. Dr. Kahn hat es heute Morgen so gesagt. In dem Fall hätte ich mich aber trotzdem auch gefreut, Weltmännertag, wenn eine Dame hier in dieser Runde gewesen wäre. Trotz alledem, herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie so lange ausgehalten haben. Das soll sie also dann gewesen sein. Die dritte Netzwerktagung Medienkompetenzstellen Brandenburg. Partizipation hat Methode, aber wir haben mitbekommen, es gibt da einen ganzen Strauß von Methoden, aber zumindest haben wir verstanden, wenn wir hier über Beteiligung reden, dann ist die Medienbildung eigentlich per se mitzudenken. Man kann das gar nicht voneinander entkoppeln. So viel habe ich jedenfalls jetzt für mich mitgenommen. Alles Weitere kann man ja auch auf den Online-Seiten des Netzwerks nochmal nachlesen, nachfinden. Vielleicht kann man sich auch nochmal mit dem Hashtag MSB14 nochmal ein bisschen im Anschluss drüber unterhalten. Und dann wünsche ich Ihnen und uns vielleicht im nächsten Jahr dann hier an Ort und Stelle ein Wiedersehen. Bis dahin, vielen Dank. Ciao.